So, jetzt geht's los. Hallo und willkommen zu meinem zweiten YouTube-Video. Es wird ja auch langsam Zeit, dass ein neues YouTube-Video kommt. Ich war die letzten Tage in Istanbul und zeige euch jetzt, wo ich so war. Gestern habe ich schon mal einen Orangensaft hergerichtet, einen frisch gepressten. Für heute, das ist jetzt mal ein Frühstück für heute. So, fertig geschminkt, jetzt packe ich mir noch schnell die letzten Sachen. Und dann geht's ja schon los. Und jetzt muss ich mich dann noch Müll wegtragen. Und dann geht's ja schon zum Flughafen. Das waren also die ersten Eindrücke von Istanbul. Ich habe dieses Mal in Istanbul auch ein Airbnb genommen, kein Hotel. Normalerweise nehme ich immer ein Hotel. Ich finde beides sehr empfehlenswert. Super schöne Hotels gibt es, aber auch super schöne Airbnbs. Genau, das, was ihr jetzt gesehen habt, die Route, das war in Beşiktaş, dann noch zum Galata Tower und die İstiklal Straße. Das ist diese, so eine berühmte Einkaufsstraße. Ja, noch eine kurze Geschichte zu dem Park bei dem Stadion, was ihr gesehen habt. Da bin ich vor 4 Jahren circa schon dorthin gegangen. Dort damals, wie ich das Auslandssemester gemacht habe, bin ich einfach in der Früh nach Istanbul geflogen und am Abend wieder zurück. Also ich war für ein paar Stunden nur in Istanbul, bin dann einfach planlos durch Istanbul gegangen, habe, glaube ich, über 30.000 Schritte gesammelt am Tag. Aber an diesen Park kann ich mich besonders gut erinnern, weil da bin ich dann auch durchgegangen, weiß sogar noch, was ich angehabt habe. Und jetzt, wenn ich dann zurückdenke, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich 4 Jahre später wieder durch diesen Park gehe, mit einer ganz anderen Ausgangssituation und mir diesen Traum erfüllt habe, den ich damals schon hatte. Also das, was ich jetzt mache, das kommt nicht von heute auf morgen, sondern dieser Traum ist wirklich schon viele Jahre in mir drinnen. Ja, und am nächsten Tag ging es dann noch weiter nach Kadıköy. Das war eigentlich eher ein Zufall. Ich habe gedacht, was mache ich heute? Steige ich einfach mal aufs Boot, schaue, wo ich lande und war dann in Kadıköy. Kadıköy habe ich wahrgenommen als ein Viertel, wo sehr viele junge Leute leben, eher Studenten, und ein Viertel, das eher alternativ ist, aber dort findet man alles, also zum Shoppen, zum Essen gehen, zum Spazieren gehen. Also auf jeden Fall fahrt nach Kadıköy, wenn ihr in Istanbul seid. Danach ging es dann weiter nach Eminönü. Eminönü ist ein Viertel, da müsst ihr auch unbedingt hin, da gibt es ganz viele Sachen, die man anschauen muss. Super schöne Moscheen, Bazar, Aussichtsplattformen zum Spazierengehen.
Und das ist so ein Viertel, wo man in 1001 Nacht so hineintauchen kann. Also super schön. Wenn ihr in eine Moschee gehen wollt, was ich auch sehr empfehlen würde, weil drinnen ist es auch super schön, die Frauen müssen eben bedeckt sein, keine engen Sachen anziehen, aber man kann auch vor Ort sich etwas ausprobieren, also keine Sorge, und geht unbedingt hin. Dann auch auf die asiatische Seite gefahren mit dem Auto und sind dort ein bisschen herumgefahren. Ich fand das super spannend, den Vergleich zwischen europäischer und asiatischer Seite, denn meiner Meinung nach gibt es da schon einen Unterschied, das ist der Flair und die Bauweise, aber beides super schön. Dann waren wir auch noch Kuimak essen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das erste Mal ist es eigentlich wie Käsefondue. Super lecker, das essen sie zum Frühstück mit Brot. Müsst ihr auch auf jeden Fall probieren. Und ja, genau, was ich euch noch zeigen wollte in der Türkei, ich weiß nicht, ob man das in Europa so kennt, aber hier gibt es so viele Hunde und Katzen, die auf der Straße wohnen, aber die Leute kümmern sich so gut um die Tiere, also die sind super gefüttert, die kriegen Essen, Trinken und es gibt sogar Häuser, also so kleine Katzenhäuser und Plätze, die hergerichtet werden und da habe ich ein paar abgefilmt für euch. Glaube ich schon. Ich glaube, das ist das fünfte Mal, dass ich schon in Istanbul bin und es gibt jedes Mal was Neues zu entdecken. Istanbul ist eben so groß und hat so viele verschiedene Sachen und Sehenswürdigkeiten. Also es gibt immer was zu sehen. Und dieses Mal wollte ich auch etwas sehen, was ich noch gar nicht gesehen habe und bin dann zu einem Park gefahren. Der war leider etwas weiter weg, aber es hat sich sehr ausgezahlt. Das war der Emirgan Park und das ist so ein Tulpenpark. Ich war leider etwas zu früh dran, dazu später noch mehr. Dann war ich noch in Arnavutköy, dann Bebek und dann auch noch ganz kurz in Ortaköy. Bin die Route dann zu Fuß gegangen. Und generell für Istanbul, es gibt eine Istanbul-Card. Das ist so eine Buskarte, Metrokarte, wie auch immer. Also mit dieser Karte kann man dann die öffentlichen Verkehrsmittel verwenden. Die muss aber davor einmal aufgeladen werden. Und ich glaube, eine Fahrt kostet so 5 bis 6 türkische Lira. Weniger als 1 Euro, 50 Cent vielleicht. Zahlt sich auf jeden Fall aus, diese Karte zu besorgen. Die kriegt man bei Automaten, aber es gibt auch so Verkaufsstellen, wo man diese Karte kaufen kann. Ja, und was ich noch sagen wollte, für mehr Eindrücke, Fotos und Videos könnt ihr mir gerne auf meinem Instagram-Profil folgen. Da seht ihr noch mehr dazu. Park gefahren, da war ich selber noch nie. Total nett hier, aber ich glaube, ich bin etwas zu früh. Ich glaube, ab April wäre es noch besser, weil es ist ein Tulpenpark und die Tulpen sind jetzt noch nicht geblüht. Aber ich glaube, so in 3 Wochen sind sie dann fertig und dann wird es sich ja total schön ausschauen. Vielleicht schaffe ich es noch vorm Sommer nochmal zu kommen. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, total nett zum Spazierengehen. Ein Café gibt es hier auch. Und auch eine super schöne Aussicht. Zeige ich euch gleich. Geht es dann auch schon zurück nach Antalya. Ich vermisse meine Perle sehr und freue mich schon sehr auf
die Perle. Freunde kommen zu Besuch, das heißt, werde die nächsten Tage auch wieder viel unterwegs sein. Und in meinen Instagram-Stories nehme ich euch mit in meinen Alltag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!